Ja, hallo und willkommen zurück bei Nachtmastraum mit Xenoblade Chronicles 2. Ich glaube, die Zeit ist abgelaufen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe nämlich die Switch mal eiskalt eine halbe Stunde laufen lassen. Fässerbeobachtung abgeschlossen, sehr schön. Nopon haben sich die Fässer gekrallt und voll geschafft. Geh zurück ins Gasthaus zur weiteren Besprechung. So, jetzt gehen wir natürlich auch noch ein bisschen weiter. Oh, ich starte aber noch gerade noch eine Mission, dann ist das wenigstens mal in Arbeit. Warum kann ich das nicht machen? Glanzkatana, Fäustlingskatana, okay. Ja, ich schicke einfach mal drei Stück los, ist ja prinzipiell egal. Bestätigen. Warum? Geht's nicht? Ah, ich brauche eine Gesamtstärke von 10, oder was? Gibt's doch einmal, was ich keine Stärke brauche. No problem. I imagine no problem. Mist. Irgendwie kriege ich keinen Auftrag erledigt, da ich nicht genug Leute habe. No problem. I imagine no problem. Jetzt aber. Los. Geht auf Jagd. Macht irgendwas, ist mir egal. Versuch mal dran zu denken, die immer regelmäßig wegzuschicken. Hat mich bisher nicht so gereizt. Ich sollte einfach wahrscheinlich mehr Leute ausbilden, ne? So, jetzt warp ich mich mal schnell ins Gasthaus rüber. Ja, wenn ich den richtigen Knopf drücken würde. Ich war ja nur eben erst im Menü. Schnellreise. Uradein. Obere Ebene. Da ist es nicht. Untere Ebene. Wo ist denn der Zielpunkt? Das ist so blöd. Alba kann man nicht, da wird's sein. Genau. Puh. Ich hasse die Sucherei. Immer so ein bisschen verwirrt. Let's get going. So. Haben wir uns mal neue Infos. Ziel von Fracht rausgefunden. Die Fässer werden also zu einer Anlage in der Brustgegend des Titanen von Mor-Ardain geliefert. Ja, die Beobachter berichten, dass irgendwann einige Nopon auftauchen und sie dorthin brachten. Das sollten wir wohl den Flammenbringern melden. Ich glaube auch. Die Palastwachen sollten uns ja zu Morak verlassen, korrekt, oder? Sollten uns ja zu Morak vorlassen, korrekt? Bäh. So war es abgemacht. Na, hoffentlich werden wir stattdessen nicht wieder umzingelt und angegriffen. Moment, eigentlich ist das gar nicht witzig. Da hat er recht. Jetzt übernachten wir noch eine Runde. Abgeschlossen. So. Machen wir mal ein Heierchen. Haben wir schon noch ein paar Level an. Ich habe erst vor kurzem übernachtet, ne? Bringt mir jetzt gar nichts, ne? Sicher. Ich habe ganz vergessen. Ich habe ja durch die 3 Tage Pause, die ich gemacht habe, ne? Vergisst man so einigen kleinen Quatsch. Wie jetzt eben das. Ich hatte ja erst übernachtet. Ist schon klar, ich dann kein Level hochgehe. Naja, wenigstens sind sie jetzt ausgeschlafen. Oh, Tasty. Sie hat was? Herzhafte Träume mit Poppy gehabt? Okay. Also so ein Reittier, da hätte ich wirklich auch gerne. So einen gepanzerten Titan mit Schusswaffen an der Seite. Das klingt spaßig, oder? Könnten die Gegnerhorden ruhig kommen, das wäre eigentlich ziemlich egal. Jetzt einfach wegrotzen. Gut. Hallo, wie kann ich euch weiterhelfen? Also die Sache ist die. Verstehe, nun wir haben bereits Meldung von Sonderkommissar Morak erhalten. Ich rechne in Annahme, dass ihr etwas über die künstliche Klinge in Erfahrung bringen konntet. Ja. Dann sollten die Kommissarin schnellst davon erfahren. Wartet hier. So eine Katze jetzt da. I see. There was indeed once a factory there. However, it was abandoned some 30 years ago. So, you think we've got him? We can't be certain unless we investigate. Shall we go? You. We won't do anything reckless. If it seems dangerous, we'll turn back.
How's that sound? Hmm. To tell the truth, it would be difficult for me to dispatch the military so quickly. Would you? Sure thing. Now, let me share what information I have found. There are rumors about town that an esteemed Nopon merchant is involved in this affair. An esteemed Nopon merchant? Chairman Banner? Well, we're currently searching the transaction records. If we find anything, we'll inform you. Pretty busy, eh? I don't deny it. I will head to the location myself as soon as I am able to mobilize some troops. All right, then. Der Oberpon. Mhm. Gut, jetzt muss man irgendwie nach unten. Suchen wir uns mal einen Schnellreisepunkt, der ungefähr in der Nähe ist von dem, wo ich hin soll. Untere Ebene vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Dann warten wir uns mal dahin. And we're you. Und dann müssen wir nicht allzu weit laufen. Ich glaube, ich muss da hinten durch das Türchen durch, wo ich die ganze Zeit nicht durch durfte. War ja immer gesperrt. Aber das sieht ganz danach aus, oder? Ich mal behaupten, da reden wir mal mit den Wachen hier. Machen wir mal die Tür auf. Abgeschlossen. Ne, die wollen mich nicht durchlassen. Obwohl ich doch eigentlich wirklich da lang muss. Ne, untere Ebene war es ja. Ich bin richtig, aber doch nicht richtig. Wieso lasst ihr mich nicht durch? Jungs und Mädels. Ich könnte schwören, ich muss da lang. Geht zur alten Fabrik, die im Brustbereich von Moradin liegen soll. Hm. Ist ja mal alles so leicht gesagt, ne? Weiter drüber komme ich nicht, da sprenge ich mich ein bisschen tot. Die wollen mich nicht durchlassen. Aktuell zumindest nicht. Tinnel, sag mal was. Hey Domark, ich glaube, hier weiß jemand Bescheid. Wunderbar, dann hätten wir ja einen Ansprechpartner für die letzten Neuigkeiten. Wusstet ihr schon, dass hier im Hafenanhang haben ein Tor gibt, das immer fest verriegelt ist? Ja. Dahinter liegt nämlich das Ödland von Kansak. Und dort wimmelt es nur so von gefährlichen Monstern. Wer eine Herausforderung sucht, ist dort bestens aufgehoben. Alle anderen sollten sich besser davon fernhalten. Okay, das wird wohl das Tor sein. Da muss ich wohl doch nicht da lang. Aber wo muss ich dann lang? Ich meine, ich bin doch hier in der Ebene, wo ich hin soll. Ich bin übrigens froh, wenn der Patch rauskommt, damit man... Dann kann man nämlich auf X... Ne, X war's nicht. Oder Y. Wir wollen sie auf jeden Fall eine Tastenkombination einfügen, in der man dann eine große Map hervorrufen kann. Come out, come out! Also direkt ohne ins Menü gehen zu müssen. Diese Sick-Hacke ist doch auf Dauer ein bisschen nervig. Okay, ich mach dann doch anders. Ich gehe über die Brücke drüber und muss dann halt da nach Norden gehen. Obere Ebene, zack. Dann warten wir uns mal hier in dem Bereich, würde ich mal behaupten. Hier hin. Der ist nämlich direkt oberhalb von dem, wo ich gerade bin. And we're you. Dann gehen wir einfach in die Richtung da. Würde ich mal behaupten. Ob mir das was bringt, weiß ich nicht. Aber ich gehe einfach mal da lang. Weil das ist auch eine verschlossene Tür. Haben wir jetzt den Master Key? Da leck mich doch. Kann doch nicht sein, dass das Zielpunkt da unterhalb ist. Ich meine. Oh, Mifra hat mal schöne Adler gemacht. Gut, dass sie sich warten können. Ne? Ich verstehe es nicht. Sonst fällt mir auch gerade kein Weg ein, den ich gehen könnte. Ne? Jetzt hält er oft darum. Jetzt legt mich doch einer am Sack. Was mal mit Schmackes drüber. Was hat hier? Sammelpunkt natürlich. Also hier in der Gegend verlaufe ich mich wirklich. Ne? Das ist schlimm, den richtigen Weg zu finden. Das ist anstrengend und nervig.
Da vorne kann man noch runtergehen, ne? Gehen wir mal da lang. Oh, kommt schon, Leute. Halt auf, da rum zu klitschen. Gehen wir mal da die Treppe runter, vielleicht kann man da was erreichen. Ich bezweifle es mal stark, aber... Okay, sieht gar nicht so schlecht aus, das hier. Die Stufe der Mobs, die kommt auch ungefähr auf das hinaus, was ich brauche. Ich mache die Tür auf. Ach, machen wir mal hier durch, ne? Das könnte sogar die alte Fabrik sein, von dem wir vorhin gesprochen haben. Oh, hat sich ausgeschwankt. Warum sind die Gegner so zäh, ne? Du musst so viel Damage machen, damit sie down gehen. Also man sieht, das sind eigentlich keine Herausforderungen. Ich smash die einfach weg. Das dauert halt, bis die HP da ist. Ich finde das ein bisschen unbalanciert. Hätte man besser lösen können. Das ist nicht und leg dich nieder. Oh, Photon. So, den haben wir. Was dann hier fallen ist, von der anderen Seite verschlossen. Ich will mich hier natürlich ein bisschen Ruhe umgucken, ne? Kommt mal her hier, lass mich mal kämpfen. Wir sind hier nicht genauso zäh. Leute, ich bin kein Tank. Ich bin kein Tank. Interessiert Tora gar nicht. Wenn zwei Gegner am Ball sind, ja. Wieder belebt mich wenig in Silmann. Echt jetzt. Weit mehr als ein Gegner dabei ist, dann versagt Tora kontinuierlich. Double Spinning Edge. Ach, ich liebe es. Oh, boah. Wie bereits mehrfach erwähnt, ich muss mich durchkämpfen. Ich weiß, das kann ein bisschen träge werden, dann. Je nachdem, wie groß der Dungeon ist. Ne? Weil meine Story nicht vorwärts kommt, aber. Jetzt kriege ich so einen mächtigen XP-Rückstand, dass ich mich ärgern werde. Na, die Spinnen sind ja nicht ganz so zäh, ne? Geht noch. Kann man noch glatt machen. Rolling Smash! Einfach hier. Und... So, ich probiere mal so ein... Keine Ahnung, ist ein Kokon, ne? Ein Spuckei. Probieren wir auch mal noch. Hat nicht viel HP, aber da kommt bestimmt was raus irgendwann, oder? Ja, war klar, dass da was drin ist. Ich muss nochmal das Target switchen, sonst macht mich die andere... Ah, es sind drei sogar, ne? Gibt's doch nicht, ne? Hängt versagt da ohne Ende. Tora muss da unbedingt irgendeine Art AOE-Hate-Modus bekommen. Also irgendwas, eine AOE-Fähigkeit. Oder Equipment, die das macht. Ist mir egal. So glücklich, will ich damit sein. Gibt noch was für München auf. Oh.
special rolling smash. Und hinlegen bitte. Dankeschön. Proton Smash. Cool. Ich liebe diesen Wirbelattacke. Voll gemacht. Ich bin hier nicht mal runtergekommen. Ich bin erst im ersten Raum hier am Dungeon. Und das schon Ewigkeiten. Einfach geil. Ja, endlich. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. So, ich gehe mal hier runter, gucken in der Lagerhalle. Hinten ist zumindest mal eine Kiste. Und es gibt noch. Oh, es ist eine Stufe 80 Mobs, da bleibe ich besser weit weg. Ich denke mal, die machen aus mir. Ich habe da gerade irgendwo Stufe 80 gesehen, hätte ich schwören können. Oder? Bin ich jetzt da ein bisschen blind. Da, Stufe 80, da ist er da. Also ganz runter braucht man nicht zu gehen, das lohnt sich gar nicht. Da gibt es nur Haue. Deswegen steht der wahrscheinlich auch da, dass man ja nicht ganz runter geht. Gut, dann haben wir den Bereich mal abgecheckt. Okay, bring it out. Jetzt geht mir das Spuckei auf die Nerven oder was? Schlüpfen. Am Schlüpfen immer. Ich lauf da hoch. So. Hinten ist noch was zum Sammeln. Ich habe unten eins übersehen, ich weiß, aber teilweise bewusst. Weiß immer nicht, ob ich richtig bin. Geothermie-Prozessor. Das Gefühl, ich renne gerade wieder raus, oder? Ich muss noch eins höher. Bin ich jetzt im falschen Film? Kann ich mich verlaufen? Kann das sein? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Jetzt bin ich mich wieder draußen. Hab ich toll gemacht, ne? Nee, nee, da war schon einmal runter und dann rechts. Da geht's weiter. Oder links. Linksrum geht's auch. Da ist die Tür wahrscheinlich zu. Nein, die ist offen. Jetzt erstmal hier hinten umgucken. Eine Riesenanlage, ne? Also. Komm nur her, du Röhrenfleder. Einer habe ich kein Problem. Bei 10 wird es natürlich anstrengend. Und mal schön einen Futter. Braucht dringend mehr Damage. Anchor Shot. Und weg damit. So. Oh, noch. Die hab ich jetzt. Die zwei haben mich jetzt wirklich erschrocken. Die hab ich gar nicht gesehen. So, wenn erst die eine hier bleibt. Magnificent. Genial. Komm mal, Epidemie. Normalerweise, wenn ich jetzt aber hingehen würde auf Linia switche, müsste ich eigentlich nur hinkriegen. Ah, ich bin leider auf Stufe 3, ne?
War zu früh, ne? Hätte ich ein bisschen später machen müssen. Mufa! Was hab ich getan, ne? Weggeblasen. Lemon squeezy. Come out, come out. Was? Eine Sackgasse? Ah, wollte ich schon gerade sagen. Hätte ich mich ein bisschen geärgert. Okay. Das sieht stark aus, ne? Ich probier's. Ich probier's. Mehr als sterben kann ich ja nicht, ne? Nicht mehr dazu sagen. Vor allem, warum attackierst du bitte mir? Geh auf den Tank. Wir müssen uns gut vorbereiten. Da liegt er. Bis jetzt geht's. Ich lade meine Angriffe ganz hoch, also auf Stufe 2, 3 bei allen. Und direkt so eine Elementkette eventuell erzwingen kann. Dann will ich jetzt nur nicht sagen, gegen was er empfindlich ist, aber. Ich eröffne mal mit Wassersog. Soll ich besser mit Photon eröffnen? Ich glaube, ich öffne besser mit Photon. Jetzt läuft's ganz gut. Bis jetzt hat er gar keine Chance, oder? Überhaupt. Der Inquisitor ist lieb. Ja, jetzt wollen wir mal. Ne, ich kann leider nichts darauf auf Relation bringen. Das war das Falsche. Leider. Anchor Shot. Krieg auch den zweite Stufe nur mehr voll, bevor es abgelaufen ist. Dann probier ich mal nochmal hier. Die Seite. Na, krieg ich auch nicht voll. Nicht zu Rock wechseln. Ich muss noch ein bisschen warten. Jetzt habe ich gleich keine Wahl mehr. So, machen wir mal hier. Jetzt müsste das triggern. Zu Epidemie. Und jetzt gleich eigentlich, wenn ich die Dreier voll kriege, irgendwann. Jetzt machen wir den Dreier. Okay. Awesome. Das war jetzt mal so ein Elemental-Break. Also zum ersten Mal jetzt hinbekommen, weil ich zum ersten Mal mir Gedanken drum gemacht habe, wie das überhaupt funktioniert, ne? Jetzt hat immun gegen Wind, kann man nichts dagegen machen. Glaube ich zumindest. Man kann dann Ärmel wieder brechen, aber fragt mich nicht wie. Man hat einen ganz schön zugesetzt, die Sache. Ja, der ist kein Problem, der Herr. Man hat den aufheben, hat da mit einem Kampf. Und gut gemacht, ne? Dass man hier einfach reinläuft, das Ding nimmt und dann. Ich hab gedacht, dass der so leicht ist.
Ich hab eine größere Herausforderung gleich. Und weg ist er. Geschafft. Sehr schön. Ich bin stolz auf mich. Wichtiges Interhalm, Kontrollraumschlüssel. Einzigartiger Grabstein. Noch einmal gegen den einzigartigen Gegner antreten? Nee. Ah, so, dann kann man den wiederbeleben und kann man nochmal gegen den kämpfen. Das ist cool. Das haben sie schön gemacht. Möchte ich aber jetzt natürlich gerade nicht. Sonst war hier auch in dem Raum nichts. Keine Ahnung, was man mit dem Schlüssel machen kann. Ich weiß noch immer nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Das kann ich noch gar nicht beurteilen. Dennoch werde ich mich weiter hier umschauen. Und ja, versuchen, meinen Weg hier zu finden. Vielleicht komme ich ja doch irgendwie weiter. Andere Seite war es jetzt zu. Und hier, andere Seite. So, meine Lieben, dann machen wir hier eine kurze Pause. Im nächsten Part geht es hier in den Bereich. Wenn ich das nüsste wüsste, wie er heißt, ist ja auch egal. Hier geht's weiter. Bis dann. Macht's gut. Bye.